das prägt den Koch natürlich schon und man lernt immer wieder was Neues. Also ich könnte jetzt 20 verschiedene Arten sagen, wie ich eine Taube zubereiten kann oder wie ich einen Oktopus zubereiten kann. Nicht immer auf das fixieren, was man einmal gelernt hat, weil es gibt 100 Wege führen zum gleichen Ergebnis. Ich bin ja so ein klassischer Koch, also ich bin in der Gastronomie groß geworden. Meine Großeltern hatten einen Betrieb in Tirol, dann meine Eltern haben im Betrieb mitgearbeitet und ich als kleines Kind war da immer in der Küche. Ja. Also für mich hat es eigentlich nie was anderes gegeben wie die Gastronomie. Ja, dann der Werdegang, klassische Stationen natürlich, Lehrzeit, die habe ich auch in Tirol verbracht. Dann kommen ein paar Wanderjahre dazu, war dann eine lange Zeit auch in Salzburg im Hangar 7, insgesamt 6 Jahre. War eine sehr prägende Zeit für mich, also die Arbeit mit fast 60 unterschiedlichen Köchen. Aus der Zeit schöpfe ich heute noch, also das hat mir die Augen geöffnet, hat mich kreativ gemacht. Ja, und dann kamen 5 Jahre Kitzbühel, der erste Stelle als Küchenchef. Und jetzt seit mittlerweile 3 Jahren bin ich selbstständig mit dem eigenen Restaurant in Salzburg.